So, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2 in der HD Edition. Wir sind wieder da und natürlich haben wir das ein oder andere schon mal fertiggestellt, sind relativ weit gekommen mit unseren Technologien und müssen jetzt das Ganze noch irgendwie zu Ende bringen. Das heißt, ich will auf jeden Fall meine Paladine haben, die dann mit uns in den Krieg reisen. Oh, der arme Speerträger. Alle tot. Es tut mir aber leid. Ja, wir kommen relativ fix an Nahrung ran. Wir bekommen auch alles andere, was wir brauchen, um unsere Leute nachher auszubilden. Schon wieder einer tot. Nein, sowas. Wie kann denn sowas immer passieren? So ein Dreck. So, und wir sollten langsam mal mit unseren Belagerungsmaschinen anfangen. Das bedeutet, wir nehmen jetzt irgendeinen der Bauern oder der Holzfäller. Ja, der Holzfäller. Du bringst jetzt mal dein Holz weg und dann baust du mir einfach mal eine Burg. Ich bin ja gespannt, wo ist die? Burg, da ist sie. Burg bauen, 650 Steine. Stellen wir gleich hier vorne mit hin. Mal sehen, ob sie uns dann angreifen, ob es dann einen Großangriff gibt. Abwehren können müssten wir den eigentlich. 1000 Nahrung und 1100 Gold, um den Skorpion auszubauen. Plattenpanzer sind schon mal fertiggestellt, das heißt, alle sind jetzt ein bisschen stärker und gleich haben wir unsere Paladine. Ach, da freue ich mich drauf. Hoffentlich bekommen die genügend Schaden mit dazu. Die sind jetzt schon bei 12 plus 4 und dann natürlich jede Menge Rüstung dazu. Was nun? Ach, da oben wieder. Dass die überhaupt noch Leute ausbilden können, ist ja Wahnsinn. Irgendwo haben die wahrscheinlich einen riesen Fleischvorrat. Oder die fischen gerade das ganze Meer leer. Das kann natürlich sein. So, die Burg, die braucht eine Weile, bis die gebaut ist. Das Weltwunder ist auch bald fertig, wenn er so weitergeht. 33%, ein Drittel ist schon geschafft. Das ist gut, das ist sehr gut. Und da kommen gleich die Paladine. Tada, ein Paladin. 14 plus 4 im Angriff. Und natürlich sehr, sehr viel Verteidigung. 3 plus 2. Ich weiß nicht, was der erste Schrägstrich und der zweite zu bedeuten hat. Das kann ich nicht entziffern. Das erste ist mir völlig klar. 14 plus 4, 18 Schaden. 14 durch den Grundschaden, 4 nochmal durch die ganzen Erfindungen und so weiter. Und hier 2 plus 2 kann ich mir auch erklären. Aber was soll das dahinter? 3 plus 2. Das kann ich nicht verstehen. Ist das eine für Pfeile und das andere für den Nahkampf? Ich habe keine Ahnung. So, weiter ausbauen müssen wir eigentlich nichts. Wir warten jetzt nur darauf, dass die Burg fertiggestellt wird. Währenddessen können wir uns schon mal den Ballisten widmen. 1100 Holz. Aber wenigstens nur Holz. Ja! Gott, oh Gott. Was für ein Todesschrei. Die holzen hier den ganzen Wald weg. Das war alles mal bewaldet. Alles mal voller Bäume. Es war. Es war einmal. So, 75 Holz, 75 Gold nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Dann werden wir den Sturmbock fertig machen. Davon nehmen wir auch gleich mehrere. Ballistik haben wir erforscht. Damit ist alles schon mal ein bisschen stärker. Auch die Türme sind schon stärker. Haben jetzt 9 Angriff. Toll! Sie haben die Burg fertiggestellt. Sir William wird bald hier sein. Und dann ist es an der Zeit, die Engländer anzugreifen. Okay, Sir William kommt offensichtlich schon. Der ist unterwegs und er bringt uns ganz, ganz viele neue Leute. Wallace ist eingetroffen! Juhu! Ganz toll. Hast du wenigstens Paladine dabei? Nein, nur Chevalier. Ach, na gut, Chevalier ist auch in Ordnung. Kommt mal alle her. Ah, und ich habe einen schweren Skorpion, wie schön. Wir haben 68 Leute aktuell. Ein paar Belagerungsmaschinen. Die eine der mächtigsten Einheiten kann in der Burg erschaffen werden. Erschaffen Sie 10 weitere Freischärler. Nein, das werde ich nicht tun. Aber was ich tun werde, ist sie aufzustufen. Nicht genug Gold. Ach so. Ja gut, weil ich jetzt gerade einen Priester geholt habe. Und der Rest wahrscheinlich auch ziemlich viel gekostet hat. So, das kommt alles mit. Dich werde ich jetzt noch weiter aufstufen. 1000 Nahrung, die gebe ich gerne aus, dafür, dass du alles weiter einreißen kannst. Du bist ein gutes Teil, bist du. Und wir werden uns wahrscheinlich auch den Tribok holen. Keltischen Zorn. Gott, oh Gott. Was seid ihr denn? Pédardier. Wenn ich damit was anfangen könnte, wäre alles gut.
Komm runter. Diese Dinge hier können nicht repariert werden. Das ist natürlich doof. Ihr bleibt bitte, wo ihr seid. Wo ihr hingehört. Mit William Wallace und seinen Freischälern an ihrer Seite werden die Engländer Probleme bekommen. Sobald sie ein großes Heer und viele Belagerungswaffen haben, greifen sie die englische Burg an. Pioniere entwickeln. Dorfbewohner richten 15 Schaden an, wenn sie Gebäude angreifen. Verstärken Burgen? Die Wehrgänge, genau, indem sie 20% Lebenspunkte verschaffen. Triboke sind massive Belagerungswaffen mit großer Reichweite, die nur in der Imperialzeit verfügbar sind. Denken Sie daran, dass Triboke nur bewegt werden können, wenn sie verladen worden sind. Für den Einsatz müssen sie aufgebaut. Einheiten der Kaserne, der Schießanlage, des Stalls und der Burg werden 33% schneller erschaffen. Hallo, das nehme ich aber gerne rein. Mal eben ein Drittel weniger Zeit zum Erschaffen von Leuten, es ist super. So, dann ziehen wir gleich in den Krieg. Ich will bloß noch einen Tribok haben. So wie er es eben gesagt, es ist eine der mächtigsten und stärksten Einheiten, die es überhaupt gibt. Deswegen will ich sie haben. Chemie entwickeln. Fernwaffeneinheiten haben plus 1 Angriffsstärke. Erforderlich für Schießpulvereinheiten. Leichten Kanonier, Kriegsgaleone und so weiter und so fort. Haben wir im Moment nicht. Würde ich deswegen auch noch nicht reinnehmen wollen. Bin erstmal froh, dass wir zwei Priester haben, die unsere Leute heilen. Ihr müsst angreifen. So, wieder zurück an Ort und Stelle. Das wurde auf jeden Fall schon mal erforscht. Wir haben jetzt die Belagerungsramme. Die macht ordentlich Schaden, die macht ordentlich Wumms. Sodass wir gut in andere Gebäude reinkommen. Ich möchte jetzt den Tribok noch einmal haben. Na, eigentlich zweimal, aber mir fehlt noch Gold. Oh, Gold ist aufgebraucht. Wir haben kein Gold mehr. Was sollen wir denn jetzt tun? Die einzige Möglichkeit ist jetzt... Ich werde jetzt Stein abbauen. Ja, geht mal hier vorne hin. Hier kann man mehr Stein abbauen. Ich werde jetzt einfach angreifen. Das war der letzte Tribok. Mehr Gold gibt es hier auf der Insel im Moment nicht. Ich denke mal, den Rest haben die anderen sich schon einverleibt. Da ist er. Komm mit. Dann ziehen wir in den Krieg. Oh, die Balliste fährt voran. Ich glaube, das ist nicht gut. Wenn die schießt, dann ist das schmerzhaft. Wenn sie denn mal schießt. Offensichtlich hat sie es nicht getan. Geht alle mal dorthin. Ihr seid normale Arbeiter, ne? Ja. Na dann, auf geht's. Das sind nette Treffer. Nee, du doch nicht. Abbauen. Was? Ja, das ist das Blöde beim Tribok. Den muss man immer wieder auf- und abbauen. Nicht immer schön. Besonders nicht, wenn man dann alle gemeinsam steuert und mit einmal baut er sich einfach auf. Das ist eine Sache, die ich eigentlich nicht haben möchte. So, wir ziehen jetzt in den Kampf mit den ganzen Leuten, die uns auch William Wallace zur Verfügung gestellt hat. Zwei von euch kommen bitte mit. Ihr seid ja ein bisschen schneller unterwegs. Das ist ganz gut. Die hier brauchen sowieso eine Weile, ehe sie da sind. Du fährst jetzt mal voran. Denn du bist ein sehr, sehr guter Fernkämpfer. Und dann greifst du ihn an. So, der Turm, der kann sich nicht wehren. Der ist viel zu weit weg. Okay, aber der Rest ist auch zu weit weg. Ich glaube, du fährst mal voran. Du bist eine gute Belagerungsmaschine. Auch daneben. Die Ziele haben sich geändert. Ja, wir müssen jetzt nur noch die Festung erobern. Nur noch ist immer gut gesagt. Aber lange kann es nicht mehr dauern. Bauer nicht, die gehen dahin. Er ist wieder zusammengebaut. Das ist nicht gut, das sollte er eigentlich nicht.
Ach, das ist das, was ich meine. Das ist immer ein bisschen nervig. Aber gut, da müssen wir jetzt einfach mal durch, warten, bis er wieder zusammengebaut ist. Dann fährt er näher ran und zerschmettert erstmal den Turm, damit wir in Ruhe reinkommen können. Ihr geht schon mal aufs Tor. Na, sieht doch gut aus. Die Briten haben nicht zu lachen. Noch zwei gezielte Treffer und alles ist gut. Noch ein Treffer. Komm schon. Sag doch, das Ding ist klasse. Und wenigstens zerstört er nicht unsere Leute. Sondern nur, was drumherum steht. Die hämmern das gut ein, das Teil hier. Ja, die gefallen mir. Theoretisch müssten wir eigentlich dafür sorgen, dass das hier weiter aufgestuft wird. Also 1800 Verteidigungspunkte sind schon echt gut. Aber so ein paar mehr können nicht schaden. So, wieder ausbauen. It's here. It's here, it's da, it's überall. So, wir sind jetzt hier. Töte ihn. Okay. Dann gucken wir uns mal in Ruhe um. Wir werden das ein oder andere kaputt machen, sodass die hier nichts mehr machen können. Du hältst schon mal nach der Festung Ausschau. Das Dorfzentrum angreifen, dann kriegen die keine neuen Leute. So ist gut. Das wird schon. Da läuft einer. Den müssen sie gleich vernichten. Der ist doof. Den mögen sie nicht. So ist gut. Ich denke mal, die haben jetzt keine Leute mehr. Können keine neuen Leute reinholen. Unsere Leute werden nicht verletzt. Das Ding kommt ziemlich weit mit seiner Reichweite. Das ist cool. Und vor allem trifft er unsere Leute nicht. Oh, ist das schön. Viel besser als dieses olle Katapult. So. Wieder zusammenbauen. Ihr zimmert einfach mal einen Wachturm hier vorne mit hin. Und ihr kommt alle mit. Versammelt euch hier vorne. Und geht dann hier hoch. Na, die Formationen sind immer ein bisschen komisch, aber das muss, glaube ich, so. Ich glaube, ich muss euch alle mal einzeln schicken, sonst dauert mir das hier zu lange, bis der Tribok da ist. So, alle Mann rauf da. Angriff! Die Festung muss erobert werden! Einer ist schon tot. Priester müssen heilen. Alle auf die Festung. Und schon haben wir gewonnen. Die englische Burg bei Falkirk existiert nicht mehr. Die englischen Ansprüche aus Schottland sind mit Sicherheit abgewendet. Die Streitkräfte von Wallace haben gesiegt. Wir sind ja auch die Besten. Sie haben gewonnen. Na also, geht doch. Zu
Zuerst sah es so aus, als wenn wir bei Volker keine Niederlage erleiden würden. Doch irgendwie konnten wir trotz der uns zahlenmäßig überlegenen Langbogenschützen mit größerer Reichweite einen Sieg ringen. Die englische Festung wurde niedergerissen und eine schottische Burg wird an dieser Stelle entstehen. William Wallace hat uns zum Sieg geführt. Als einzelner Mann hat er andere zu großen Taten inspiriert. Und viele schottische Fürsten und Lords haben zusammen mit ihm das Schwert gezogen. Das Schwert von Wallace selbst ist ein 5,5 Fuß langes Monstrum, das natürlich in Schottland geschmiedet wurde. Er hat geschworen, nicht zu ruhen, bis sein Schwert den Hals von Edward dem ersten Longshanks durchtrennt hat. Der Kampf wird zwar weitergehen, aber wir wissen jetzt, wie Kriege geführt werden. Wir haben die Engländer das Fürchten gelehrt. Natürlich, und William Wallace kriegt wieder die ganze Aufmerksamkeit. Wir haben die Leute gesteuert, nicht William, der kam irgendwann mal mit 20 Leuten an. Da soll man nicht wütend werden. Das nächste, was wir uns angucken werden, ist Johanna von Orléans. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen und bis gleich.